Wie gesagt, ich habe mal von Ultra ein bisschen runtergestellt. Auf hoch. Okay, so, die zweiten jetzt jeweils. Damit, ne, das können wir noch lassen. Den Turbolader werden wir jetzt den dritten bereits anfahren in Training 2. Okay, dann rein. Dann rein. So, ihr müsst mir wieder ein bisschen helfen, gucken, ob es laggt oder nicht. Weil vorhin habe ich das auch nur so ein bisschen aus dem Augenwinkel erkannt. Sonst muss man noch mich durch die Einstellung gucken und noch ein bisschen runterstellen. Das sieht auf jeden Fall flüssiger aus, direkt. So, schneller Sektor 2 und Spitzengeschwindigkeit brauchen wir. Okay. Dann fahren wir das erste Mal eine schnelle Runde, würde ich sagen. Ja, wenn ich mir dabei nicht die Reifen kaputt fahren würde, Jeff. Aber ich fahre jetzt 2 Meter und die Reifen haben gefühlt schon 20% Abnutzung. Und das ist kein Witz. Ich meine, okay, nachts ändert das jetzt wahrscheinlich wieder was an der Performance. Weil nachts ist die grundlegende Performance ja sowieso besser. Aber okay, ich fahre erstmal einmal, glaube ich, einfach. Ich behandle das mal ein bisschen im Augenwinkel. Bis jetzt sind alle Sponsorboards gleich. Habe ich die richtige versucht zu installieren? Ah ja, Rolex da. Ich glaube, die haben wir im Original nicht. Okay. Wollen wir gleich mal die erste Runde auf den Schnellen ausprobieren. Die Runde auf dem Medium ist vorhin schon gefallen. Die hat uns aber leider nur knapp und die Top 10 platziert. Zum Beispiel jetzt hatte ich wieder so viel Sprit drin, dass ich eigentlich hätte langsamer da durchfahren müssen. Also mit Bremse in dem Fall. Wow. Okay, die Runde können wir schon neu starten. Sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Ah, das war aber auch nicht wirklich gut für die Zeit gerade. Also in solchen Straßenkursen wie Monaco, Baku schon eher weniger, aber auch gerade in Singapur, du musst halt vorne wegfahren, also du musst halt ein gutes Qualifying haben. Hier zu überholen auf der Strecke ist wirklich gigaschwer und das hat mir die Zeit gerade versaut.
Barco zu überholen ist sehr, sehr schwer. Ja, jetzt gerade verkacke ich es hart, merkst du? Wollen wir die Reifen halt richtig ficken? Hey, who cares? Don't worry about tires, just give it everything. In this test, we want to make sure we can lap close to our rival's pace. Haben wir schon wieder zu viel gebremst, ey. Ich verkack's immer am Kurvenausgang! Gott sei Dank, ey, leck mir am Arsch. Excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Warum ist da vorne rechts so heiß? Ja, wahrscheinlich, weil ich mit dem gerade einfach die Wand gedüppt habe, ne? Understood, stopping this lap. Scheiße, jetzt habe ich nie auf die Zeit geguckt. Was waren wir erwartet? Das Ziel 7. hatten wir auf jeden Fall erreicht auf Lila. Muss man nachher nochmal nachlesen. Jetzt läuft besser, ne? Naja. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next 2 laps. Rekord in Singapur. Wahrscheinlich irgendeine Zeit unterboten oder so. Please, box this lap. Ja, Sektor 3 habe ich immer noch die härtesten Probleme tatsächlich. Oh, hoppla. Okay, und da kann ich einfach voll durchziehen. Okay. Da kann ich dann einfach voll durchziehen. Ich finde es ein bisschen, dass die. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Boxen, Gassenstellplätze nicht variabel sind. Also du wirst ja immer nach Teamwertung platziert, der
das beste Team, in dem Fall hat jetzt Mercedes ganz vorne und das schlechteste ganz hinten. Das wäre dann so ein bisschen variabel und wird so ein bisschen mehr Spannung reinbringen bei den Boxenstops und so. So, hier haben wir alles. Das haben wir erstaunlicherweise auch auf Lila geschafft. Ziel 11. Ich schätze Qualifying Position 5. Ist okay. Our best lap so far is a 1 minute 38.4. Das ist okay. 1,38,4. Medium schon 2,7 Sekunden langsamer. Ist aber ein Ferrari, ne? Was hat der denn? Alter, holy shit. Da war ich aber echt viel schneller. Aber war die Runde eigentlich nicht sonderlich gut. Naja. Schauen wir mal nach der Rennstrategie. Ich denke mal, wir werden es ganz klassisch wieder probieren auf Mediums. Wir werden das dann wieder nicht schaffen, aber hey, was wollen wir machen? Wir schauen natürlich nachher auch wieder in die Einstellungen rein. Ja, also ins Setup aus der letzten Season. Ich habe aber vorhin schon geguckt, da hat es angefangen zu regnen. Deswegen bringen uns die Daten vielleicht nicht sonderlich viel. Dementsprechend schauen wir uns vielleicht auch einfach das von dem Jahr davor an. Also dementsprechend dann in der Fahrerkarriere. Was natürlich auch nicht gerade zuverlässige Daten gibt, ja. Oh, hoppala. Eben aufgrund davon. Dass das Ganze halt auch einfach mit dem anderen Auto so geschehen ist. Egal was hier ist, ich komme hier immer erst ins Minus. Ah, Sektor 2 hier unten finde ich auch noch nicht so geil. Müssen wir auch noch versuchen zu verbessern. Oder zumindest versuchen eine Leistungssteigerung zu finden. Keep it up.
habe ich zu früh gedrückt. Also die beiden guten Dinge an Singapur sind halt, es gibt in der Regel genug Auslaufzonen. Nicht immer, aber häufig. Und es ist halt der breiteste Straßenkurs im Kalender, ne? Dementsprechend kannst du hier auch locker an manchen Stellen mal zu dritt nebeneinander fahren, was du halt in einem Monaco auf gar keinen Fall kannst. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Hätte ich wieder früh aufs Gas gehen müssen. Das darf im Rennen nicht passieren. Frontflügel, der möchte es dir halt richtig rippen. Das war sehr knapp an der Wand vorbei. Das war die Wand. Great lap. You've nailed what we asked for. Keep it up. Ah, zu oft die Wand wieder berührt. Zu oft die Wand berührt. Das ist nicht gut für ein Rennen. Ach ja. Okay, schauen wir mal. Ich bin erstaunt, dass ich... Ah ne, meine Zeit war ja vorhin noch auf den Soft. Ich dachte gerade, ich wäre auf dem Medium schneller als Elben auf den Soft. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Da will ich auch eigentlich immer zu früh in die Kurve rein. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich da immer zu früh in die Kurve reinfahre. Ja. Das Schild wird noch abgesäbelt heute. Das verspreche ich. Das wird da nicht mehr lange stehen.
So, naja, dann sind wir mit dem Training fertig. Ist okay bis jetzt. Also die Gefahr, ich hatte ein paar gute Runden, ein paar Runden, wo ich mir dachte, hä? Aber grundsätzlich funktioniert's. Kein Training ohne Gaining. Kein Training ohne Gaining. Ja, wahrscheinlich. Our best lap so far is a 1:38.4. 9 Runden, 17 Runden. Eigentlich müsste Soft Medium gehen, rein theoretisch. Naja, okay, wir sind ja sowieso durch. Und daher können wir jetzt auch auf entspannt ins. Ah, eine 1:40 in Singapur. Die Session ist abgeschlossen. Wow, also sehen das war Bestzeit. Locker Bestzeit. Krass. Tatjana ist auf 12. Krass. Und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Da sind wir ja langsam echt schon im Endspurt drin, ey. Russland noch und dann könnte man langsam schon errechnen, wie viel noch drin ist. Weil hier oben ist ja echt noch relativ, also was heißt hier oben? Bei den Jungs über mir ist es ja echt noch relativ offen, wer da was macht. Jetzt zurück auf die ersten Teile immer noch. Weil es ist halt Training 3, es juckt halt keinen so. Wo ist denn. Hä? Bin ich jetzt doof? Dahin wollte ich, danke. Simulieren. Ja, bitte. Okay, da hat es ja auch überhaupt nicht geregnet. Das ist doch selten, dass du ein Wochenende in Singapur hast, wo es gar nicht regnet. Die kriegt es aber auch immer noch nicht hin, Trainingsprogramme zu perfektionieren, ne? Schafft sie immer noch nicht. Ich muss echt mal gucken, dass wir nach der Saison den Hauptsponsor mal wechseln, damit wir mal mehr Kohle reinkriegen. Mauern gleich schlecht. Mauern gleich schlecht. So, 1200. Das hier wäre vor der USA noch fertig. Wäre locker vor der USA noch fertig. Weil bis zur USA haben wir tatsächlich wieder einen Monat Pause. Von Russland bis zur USA. Dann würde, glaube ich, ein großes mehr Sinn machen. Auch wenn ich mir das. Oder warte, ich kann mir das schon noch angucken. Ja. Viel mehr Sinn. Also entweder dann das hier. Ich glaube eher das hier unten dann. Dann wirst du fertig. Ich hoffe noch schnell genug. Dann das hier unten. Weil das hier ist ja erstmal okay. Hier sind wir erstmal mittelfeldmäßig. Aber hier müssen wir halt dringend aus dem Keller raus, ne? Und in der Aerodynamik hängen wir sowieso noch ein bisschen hinterher. 21. ist das fertig, okay. So, schöner frischer Motor. Fast frischer Motor. 8 Runden sind wir schon gefahren mit dem.
paar Getriebeprobleme könnte es auch geben, tatsächlich. Wir haben jetzt die Rivalität gegen Walter. Rie. Bei der Feuersage ist immer noch gut, alles klar. Ich hatte wieder irgendwas vergessen. Irgendwas habe ich wieder vergessen. Schauen wir mal hier. Also hier oben könnte, ich glaube sogar ich könnte noch Weltmeister werden. Mit Checo wird schwer, aber es wird sich zwischen den dreien hier oben auf jeden Fall entscheiden. Es haben noch verdammt viele Leute keine Punkte. Das ist krass. Also Vettel ist der Letzte, der Punkte hat. Mit 8. Das hat ja einer, macht das noch. Die kriegt diese Saison noch Punkte. Ich glaube daran. Ich glaube daran, die macht das. Okay, aber wir gehen erstmal ins Qualifying. Und schauen uns mal genauer Wetter für da an. Aber eigentlich, es sollte nicht regnen. Oh, das Wetter fürs Qualifying sieht. Sah ja von vornherein schon gut aus. Tatjanas Ziel ist, sie dann natürlich Q2 zu schaffen, auf jeden Fall. Bevor wir jetzt hier irgendwas machen, schauen wir uns jetzt das Rennen, bzw. das Qualifying aus dem letzten Jahr an. Und das Rennen natürlich. Bzw. wahrscheinlich auch das aus der vorletzten Season. Das hier. Ich schau gerade selber mal im zweiten.